Herr, ich weiß, dass meine Tage gezählt sind. Es bleiben nicht viele, nur so viel, dass ich es schaffe, den Sand anzuhäufen, mit dem sie mir das Gesicht bedecken werden. Ich schaffe es nicht mehr, die Geschädigten abzubitten, noch alle jene um Verzeihung zu ersuchen, denen ich Böses getan. Deshalb ist meine Seele traurig. Mein Leben hätte einen Kreis formen sollen. Sie schließen wie eine gut komponierte Sonate. Ich aber sehe jetzt deutlich einen Moment, und das ist die Coda. Zerrissene Akkorde, schlecht zusammengefügte Farben und Worte, Gekreisch, Dissonanz. Bleiben in ihrer Präsenz ewig wie die Werke der Kunst. Poetische Bilder, da sind wir im Zentrum des Lebens von Karl de Decius. Mit seinen kongenialen Übersetzungen schenkte er dem deutschsprachigen Raum die intime Kenntnis vor allem polnischer Lyrik, ein dicht gewirktes, instrumentiertes Gemälde eben dieser poetischen Bilder. Karl de Decius hat jedenfalls zum Beispiel in meinem Fall dazu beigetragen, dass ich vielleicht mit der Ausnahme der Shakespeare'schen Dramen keine andere Literatur so gründlich studiert habe und so dankbar aufgenommen habe, wie das, was wir ihm verdanken. Die ganze unglaubliche Leistung der Kultur des polnischen Volkes, der polnischen Geschichte, die uns tief angeht und berührt und die wir ohne ihn, ohne sein Leben in Lodz, aber eben vor allem auch ohne seine unglaubliche Kunst und Kraft nicht in uns aufgenommen hätten. Każdy, kto się zainteresuje za 100 lat polską kulturą czy Europą Środkową, w tym laureatami Nobla, jak Szymborska, jak Miłosz, aby podać przykłady tego typu z najnowszych lat, no to sięgnie do dorobku de Deciusa. De Decius jest nieustannym budowniczym mostów. Jest odznaczony najwyższym odznaczeniem, jakie nowa, suwerenna, demokratyczna Polska może nadawać. Orderem Orła Białego, który ma między innymi Jan Paweł II. To jest miara, jak wysoko cenią de Deciusa Polacy. De Decius gehört zu den ganz großen Persönlichkeiten, den Denkern und Beziehungsstiftern zwischen Deutschland und Polen. Wenn ich jetzt einfach nur sage, er war ein exzellenter Übersetzer, dann würde ich gar nicht zum Ausdruck bringen, in welcher Weise er erstens über Kenntnisse wichtigster Persönlichkeiten in Literatur, in Philosophie, in Staatslehre, aber auch über polnischen Patriotismus, Freiheitsdenken
uns diesen Geist polnischen Denkens nahegebracht hat. Er wird in die Geschichte eingehen. Wie das war, weiß ich nicht. Ich bin in einem Nebenhaus eines großen Hauses geboren, weil ich noch mich erinnere, dass ich im Garten oder auf dem Hof da gespielt habe mit den Jungs Fußball oder eines. Wie lange das gedauert hat, weiß ich auch nicht. Ich habe keine genaue Erinnerung an diese Zeit der unschuldigen Kindheit. Und so fanden sich meine Eltern, meine schwäbische Mutter aus dem Schwabenland und mein schlesisch-böhmischer Vater aus der K&K-Monarchie, nachher nach Schlesien ausgewandert und nachher nach Lodz gekommen, fanden sich da zusammen, heirateten und haben mich gezeugt, 21. Und wir sprachen drei Sprachen. Mit der Oma Böhmisch, mit der Mutter Deutsch, mit dem Vater Polnisch. Der schickte mich auch auf ein polnisches Gymnasium. Der war der Ansicht, wir müssen uns akklimatisieren. Und wenn wir die Sprache nicht richtig lernen, werden wir immer Paria sein. In der Klasse hatten wir sowohl Juden als auch Deutsche, als auch Polen, einen Russen, zwei Franzosen. Wir waren eine internationale Klasse und insofern war unsere Erziehung in dieser Schule unter diesem Direktor nicht nationalistisch, nicht patriotisch in der einen oder anderen Richtung, sondern europäisch schon, damals in den 20er, 30er Jahren in Lodz. Spotkaliśmy się w tej samej szkole, a Karol Dedecius, nie pamiętam, żeby był sportowcem. Nie pamiętam, żeby, powiedzmy, tak zagrywał siatkówkę, koszykówkę, ping-ponga, jak ja to robiłem w latach gimnazjum i liceum. Natomiast był zainteresowany muzyką, śpiewem, miał dar szybkiego uczenia się gry na rozmaitych instrumentach. Nach dem Abitur wurden auch Abiturienten in Polen zum Arbeitsdienst, aber nur 3 Monate eingezogen, um körperliche Arbeit zu verrichten, bevor sie anfangen zu studieren. Ich war noch im Arbeitsdienst, da brach der Krieg aus, 1. September. Es gab keine Straßen mehr, die frei waren. Überall herrschte Chaos. Die Russen kamen von der einen Seite, vom Osten, vom Westen kamen die Deutschen und wir dazwischen. Und dann teilte sich das. Die einen flüchteten irgendwo ins Ausland. Mein Vater blieb, meine Mutter war krank, lag krebskrank im Bett. Z Karolem bezpośrednio na te tematy ja nie rozmawiałem. Ja miałem swoje zapatrywania polityczne i nie ukrywam, że obawiałem się Niemców. Doceniałem ich siłę, doceniałem poziom kultury. Zresztą ten poziom kultury Karol też reprezentował, no bo on potrafił recytować Heinego czy innych, prawda? Jeżeli Heine, no to niekoniecznie był uważany za poetę, który jest pożądany przez narodowych socjalistów. Und was die Nation, Nationalität betrifft, gab es eher eine Ratlosigkeit. Man wusste nicht, wie man sich fühlen soll. Ein Nationalbewusstsein hatten wir in Deutsch überhaupt nicht.
Kein Mensch dachte an Patriotismus, oder der würde nicht zur Landschaft und zu der sozialen Struktur der Stadt passen. Und dann kam ich zum deutschen Arbeitsdienst, weil ich 18 Jahre war, Abiturient. Und nach einem halben Jahr kam die Einberufung und dann musste ich nach Frankfurt-Oder in die Kaserne. Das war dann 1941. In Frankfurt sammelte man Reservesoldaten, die immer diejenigen, die gefallen sind, in Russland ersetzen mussten. Also es war eine heikle Geschichte. Wir wussten also, wir sind Kanonenfutter. Und eines Tages war es so schlimm, dass man sogar Köche und Schreibstubensoldaten und Musikanten in einen Waggon presste, eingekleidet hat, nach Russland schickte. Und da war ich dabei. Stalingrad habe ich mitgemacht bis zum bitteren Ende. Und am letzten Tag der Kapitulation, ich glaube, das war bei uns der 2. Februar 1943, wurde ich sterbenskrank im Schnee liegen gelassen und mich ein paar Russen aufgehoben und in die Gefangenschaft mitgenommen. Er hat es geschafft und dieses verdankt er einmal einer russischen Ärztin, die sich um ihn ein bisschen bemüht hat. Aber vor allem, weil diese russische Ärztin ihm Lermontow-Gedichte zu lesen gegeben hat. Und mit diesen Lermontow-Gedichten hat er das Russische erlernt, was er schon durch das Polnische ein wenig konnte. Und dadurch hat er sich mit Gedichten befasst, die ihm Seele waren und die ihm auch das Überleben, das emotionale Überleben im Gulag ermöglicht haben. Also dann nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkam nach Deutschland, dann erst in der DDR lebte, hat man ihnen dann gesagt, dass er jetzt als Übersetzer eine Einladung bekommen könne und er könnte mit anderen in Warschau Gedichte polnischer Poeten vortragen. Da hat man ihm gesagt, lieber Herr Dedecius, zwei Dinge sind ja ganz wichtig, sind ja denn in Polen. Sagen Sie nicht, dass Sie in der Wehrmacht waren und schon mal gar nicht, dass Sie in Stalingrad gewesen sind. Aber Gedecius wurde eingeladen und sagt genau das. Ich bin Karl Gedecius. Ich war 6 Jahre Wehrmachtssoldat. Ich war auch in Stalingrad und war dann im Gulag. Und das hat alle verblüfft. Und keiner hat es ihm übel genommen. Das war ja seine Biografie. Der Ruschewitsch, der hat eine Sprache erfunden nach 1945. Die wir brauchten. Einfach, schlicht, keine Adjektive, überzeugend, keine Bilder, keine Metaphern, kein Firlefanz, sondern einfach die schlichte Wahrheit. In 3 Worten, je Zeile, schlanke Gedichte. Das war ein Novum. Solche Gedichte gab es nicht. Bei Letz geht es poetisch zur Sache, Kürze mit Würze, aber das ist, so kurz hat noch kein Mensch Aphorismen geschrieben. Die Uhr schlägt. Punkt. Alle. Punkt. Schluss. Przekonałem się do tej poezji polskiej przez Dedeciusa. I to ciekawe, bo chciałem, wie pani, najpierw czytać tą poezję w języku niemieckim, którą Karol przetłumaczył, ale jak przeczytałem wydanie, gdzie były teksty polskie i niemieckie, a powiedziałem sobie, o dobrze chłopak trafił. Dobrze chłopak trafił. Meine treue Sprache, ich stand dir zu Diensten. Nacht für Nacht stellte ich Töpfe mit Farbe hin, damit du die Birke, das Häupferchen und den Dompfaff habest.
die mein Gedächtnis bewahrt hat. Das dauerte viele Jahre. Du warst mir Vaterland, weil es mir fehlte. Ich dachte, du würdest auch Mittlerin sein zwischen den guten Leuten und mir und seines 20, 10 oder noch ungeboren. Meine treue Sprache. Vielleicht bin ich es, der dich dennoch retten müsste. Also werde ich weiterhin vor dich Töpfchen mit Farbe stellen. Mit hellen und reinen Farben, wenn möglich. Denn irgendeine Ordnung und Schönheit im Unglück tut uns Not. Ja, was ich beeindruckend an Didizius Übersetzerleistung finde, ist sein eigener kreativer Beitrag. Didizius sagt oft, dass er übersetzt, weil er irgendwann festgestellt hat, dass er selbst nicht schreiben kann, dass er dafür nicht geboren ist. Und er behauptet, er führt alle diese polnischen Autoren und Texte zu einer großen Symphonie zusammen. Er ist also quasi eine Art Komponist, insofern auch wieder kreativ. Aber in seiner Arbeit kann man ganz leicht feststellen, wie schöpferisch er in seinen Übersetzungen ist. Er klebt nicht in den Worten, sonst kann man auch gar keine Lyrik übersetzen. Man kann ja Lyrik oft nicht wörtlich übersetzen, sondern muss wirklich selbst kreativ werden. Und dafür ist er ein Paradebeispiel eigentlich und in der Lyrikübersetzung unerreicht. In seinem Schreiben hat er einen unverwechselbaren Stil geschaffen. Er hat eine unglaubliche Leichtigkeit, er hat viel Humor. Er kann mit dieser Leichtigkeit unglaublich viele, auch wichtige und schwere Inhalte rüberbringen. Das bewundere ich an ihm sehr, an seiner Arbeit, also nicht nur als Übersetzer, sondern als Essayist. Und Karl Didizius ist ein großartiger Übersetzer. Aber eben, wo man dabei eben noch ein bisschen nacharbeiten muss und nachfeilen muss, das sind oft eben die Rhythmen, das ist oft die Melodik, obwohl er da schon sehr, sehr gut ist. Ja. Ta poezja Herberta, Miłosza, Szymborskiej, Lipskiej, Zagajewskiego potem również, ale były też antologie przecież polskich poetów. Gdyby ona nie była słyszana dobrze przez Niemców, to nie byłoby Nobla dla dwojga polskich poetów, dla Miłosza i dla Szymborskiej, przecież tak naprawdę wykreowanych przez Didiciusa. Gdyby nie Didicius, to prawdopodobnie zagranica, bo ja nie mówię, że Niemcy, czy Austria, czy Szwajcaria. Zagranica to pewnie Francja, czy Anglia, czy Szwecja, czy Ameryka. Nie dowiedziałyby się w ogóle o istnieniu takich wielkich poetów. Prawda? To Didicius. To zrobił Didicius. An eine Lesung mit Szymborska, wo er mit ihr auf der Bühne stand und sie in Polnisch und er in Deutsch vortrugen. Er, der Übersetzer. Aber es waren wunderbare Gedichte und plötzlich merkte man oder vergaß, dass es eine Autorin und ein Übersetzer ist. Man hat gedacht, da oben steht ein Liebespaar. Die waren so erfüllt von den Versen, von den Botschaften, die in dieser Dichtung standen, dass sie das Publikum überhaupt nicht mehr wahrgenommen haben.
Karl Dedecius und Sie haben sich nur noch angesehen und haben diese Gedichte wechselseitig vorgetragen. Es war eine solche Einheit. Ich muss sagen, das ist für uns alle so einmalig gewesen, weil man genau merkte, dass diese kulturelle Leidenschaft, diese literarische Form, die die Menschen wirklich umhüllen kann, in dieser Weise an diesem Tag, an diesem Morgen, das war im Kaisersaal des Römers in Frankfurt, dass man solche Augenblicke eigentlich unwiederbringlich hat. Wisława Szymborska, jak wiemy, przyjaźni się z Karlem Dedeciusem i wtedy powiedziała tak: podziwiam Karola. Podziwiam go, że on ma tyle energii i siły na wszystkie spotkania, na konferencje, na obiady. Ja bym tak nie mogła. Zresztą potem się te słowa jej potwierdziły, bo kiedy dostała Nagrodę Nobla, odmówiła tego takiego ważnego spotkania, prawda, z publicznością. Zarówno on, jak i krytycy zawsze powoływali się na podobieństwo, powiedzmy, między nim a świętym Hieronimem. Zresztą, prawda, ma wiele obrazów, wiele reprodukcji i takich darów od poetów, między innymi rysunek Zbigniewa Herberta, prawda, który go przedstawia jako świętego Hieronima. I to porównanie wydaje mi się niezwykle trafne. On mi przypomina Franza Kafkę, a pyta się, a dlaczego? A dlatego, że powiadam, wie pan, Franz Kafka pracował też jako urzędnik ubezpieczeniowy, prawda, zajmował się wypadkami i tym wszystkim. I swoje, to znaczy z jednej strony był urzędnikiem, a z drugiej strony pisał te swoje teksty. I on wtedy uśmiechnął się, otworzył szufladę. Dzisiaj mogę o tym opowiadać, bo nie spotka go za to nic. W Allianz swego ogromnego biurka wyciągnął i rzucił mi na stół cały taki stos manuskryptów i powiedział: proszę pana, niech pan na to spojrzy. To nie są żadne rachunki, ja tu też tłumaczę. Widziałem, jak się rodzi ta koncepcja Deutsches Polen-Institut, prawda? To Polen-Institut, które powstawało przecież na przełomie 79 i 80. I myślę, że nie ma ani krzty przesady w sformułowaniu, że on był najważniejszym ambasadorem sprawy porozumienia między nami, narodami, dwoma kulturami. DPI jest instytucją w moich oczach bardzo znakomitą, przy czym ciekawy jest rozwój tej instytucji od literatury do wszelkich spraw dotyczących Polski jako kraju, jako społeczeństwa, dotyczących dialogu polsko-niemieckiego. I tutaj DPI ma wyjątkowe stanowisko w Niemczech. Ja, und dann habe ich natürlich geguckt, wie wird dort polnische Literatur nach Deutschland transportiert. Und ich hatte den Eindruck, das ist so meine vage Erinnerung, Dedecius nimmt ein Gedicht, macht eine Rohübersetzung, gibt es dann weiter an Mitarbeiter im Institut, lässt es begutachten. Ich glaube fast, er hatte ein bisschen den Verdacht, dass sein eigenes Deutsch kein Normdeutsch ist. Und auch deswegen gab er sozusagen Gedichte weiter. Die kamen mit Anregungen zurück. Er machte sich wieder daran. Mit anderen Worten, mir wollte es scheinen, dass in dieser Villa von Darmstadt auf dem Hügel über der Stadt, wie in einem geheimnisvollen Schloss, Gedichte, Lyrik in großen Mengen hineinströmen, in einem komplizierten alchemistischen Prozess ins Deutsche übertragen werden und von dort hinausgehen in die Welt zu den Lesern. Das war für mich das Bild dieser Jugendstil-Villa in Darmstadt. Er ist in der Zeit, als er Direktor war des Instituts, sehr stark eine väterliche Figur gewesen. Auch mit all dem teilweise ein bisschen patriarchalischen
aber auch diesem unmittelbaren, wie geht's euch, meine Kinder, nicht? Also er hat sich bewusst, und darauf war er stolz, hat er auch eigentlich gern nach außen getragen, dass er junge Leute um sich geschart hat. Es war überhaupt so, die Idee des Instituts war doch, er war fast 60, als er das gegründet hatte, war nicht, um eine neue berufliche Perspektive sich zu schaffen, sondern war, die Idee war, sein Lebenswerk an junge Leute weiterzugeben und irgendwie eine Einrichtung, einen Ort zu schaffen, an dem das fortgesetzt werden würde. Bei ihm hat man oft den Eindruck, es kommt alles zusammen. Er ist ein hervorragender Übersetzer, aber er hat auch von Anfang an dafür gesorgt, dass das, was er übersetzt hat, einen Verlag findet. Er hat dafür gesorgt, dass die Medien sich dafür interessieren. Und als er das Institut begründet hat, hat er es nach allen Seiten sozusagen abgesichert. Er hat im politischen Bereich bei unterschiedlichen Parteien, was ihm immer wichtig war, Unterstützung gefunden. Er hat in Stiftungen, in der Industrie Unterstützung gefunden. Er war sehr gut vernetzt, sowohl mit den deutschen Medien als auch mit deutschen Schriftstellern. Er war Mitglied in Akademien. Er hatte hervorragende Kontakte zu polnischen Schriftstellern. Das heißt, das Institut hat auf einer ganz großen Basis angefangen zu arbeiten. Und ich glaube, nur dadurch kann man sich auch erklären, warum es letztendlich diese große Erfolgsgeschichte gab. Er war also schon ganz unverwechselbar. Ich hatte dort auch Gelegenheit, Briefe zu lesen, auch im Original, die er zum Beispiel mit Marion Gräfin Dönhoff und ich glaube auch mit Helmut Schmidt vielleicht damals gewechselt hat, als es darum ging, Unterstützung und Geld auch für das Deutsche Polen-Institut zu gewinnen. Und der Charme, den er da ausstrahlte in diesen Briefwechseln mit Gräfin Dönhoff, ist mir also noch in Erinnerung. No wie pani, w ogóle było bardzo trudno wyjechać z Polski, prawda? A Dedecius raz po raz zapraszał różnych literatów, muzyków, plastyków, prawda? Poetów, pisarzy na różne tam imprezy do Deutsches Polen-Institut, prawda? I to nie wyjeżdżali tylko sami prominenci. Wyjeżdżali różni ludzie, którzy mieli kłopoty z wyjazdem. A on ich tam zapraszał. Barańczak, Krynicki, wie pani, no to byli ludzie, którzy tu mieli kłopoty, tak? Czy Leszek Szaruga. No, to takie nazwiska bardzo, bardzo porządnych opozycjonistów, prawda? Których Dedecius tam tłumaczył, których tam pokazywał, których tam zapraszał. No, nie, ja mogę mówić wyłącznie o nim naprawdę jak najlepiej. Er hat ein wunderbares Archiv mit aller Literatur. Er ist ja nicht nur ein sehr schöpferischer Mensch, er ist auch, was nicht immer zusammengeht, ein sehr disziplinierter Mensch. Er hat also gesammelt, er hat seine gesamte Korrespondenz in einer wunderbaren, geordneten Weise in den letzten Jahren gehabt. Und dann sagte er, ich möchte dieses Archiv der Öffentlichkeit übergeben, weil das eben auch diese ganze Nachkriegsentwicklung zwischen Polen und Deutschland dokumentiert, und zwar im kulturellen Bereich. Und dann haben wir lange überlegt, er wollte es erst an die Deutsche Bibliothek in Frankfurt geben, und da habe ich gesagt, Herr Dedecius, das ist nicht der richtige Ort. Sie müssen an einen Ort gehen, wo es letztlich kein Monument oder ein Denkmal ist der Vergangenheit, sondern wo es eine lebendige Klammer ist. Und da haben wir beide dann gesagt, das Collegium Polonicum zusammen mit der Viadrina an Frankfurt-Oder ist der richtige Ort. Und dort ist auch das Karl Dedecius Archiv, und die Studenten aus Polen, die Studenten aus Deutschland arbeiten mit diesem Archiv und erfahren etwas von dieser Dichte, von dieser Bereitschaft, Nachbarschaft nicht nur einfach geografisch zu definieren, sondern inhaltlich zu formen. Und insofern ist er wirklich ein Brückenbauer, oder ich würde sogar ein anderes Wort benutzen. Er ist ja nicht nur ein Brückenbauer, er konnte ja den Fluss überall überqueren. Also er ist eher ein Fährmann, der überall diesen Fluss überqueren konnte zwischen Polen und Deutschland und damit so viel Verbindung geschaffen hat, dass man
Didetius, glaube ich, auch zu Recht als einen Europäer bezeichnen kann. Denn er hat begriffen, dass wir ein Europa nur bauen können, wenn die Nachbarschaften sich sehr unmittelbar treffen. Warst du ein Traum? Ein Stern, der kaum entzündet, im Nebel blass mir auftaucht und verschwindet? Bist du entschwebt, verflossen wie die Welle, die kurz nur glitzert in dem Mondschein helle? Wie Düfte, die dahergeweht von Winden, aus Gärten kommend ohne Spur verschwinden? Warst du ein Traum? Aus goldenen Visionen, die in smaragdengrünen Seen wohnen, in Tannenwäldern und in den Gehegen, aus blauen Schleiern, goldenem Mondscheinregen. Er dacht als Wunder, warst im Sonnenwogen, als Blütentaub du mir davongeflogen, verhallt als Echo der Gebirgskaskaden, das mich mit Sehnsucht und sonst nichts beladen.